eine Verantwortungsdialogkultur gäbe, dass jeder, wenn er das Gefühl hat, da wird was nicht so verantwortet, wie er sich vorstellt, dass es verantwortet werden soll, mit den Menschen, die es betrifft, in einen Dialog treten kann. Ich merke, aus meiner Sicht ist da eine Lücke oder was doppelt oder widersprüchlich beantwortet. Können wir mal darüber sprechen, wie deine Vorstellungen sind, wie meine Vorstellungen sind. Das kann sein, dass es das etwas ist, was wir in der kollegialen Abstimmung klären können. Es kann etwas sein, was wir nicht klären können, weil es mit Autorisierungsfragen zu tun hat. Da müssen wir fragen, wer ist berechtigt zu autorisieren. Es kann sein, dass es etwas ist, wo wir dann die übergeordnete Stelle mit konfrontieren müssen, sagen, da gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, welche Verantwortung wahrgenommen werden muss und wie die zusammenspielen müssen. Wir können das im Diskurs nicht lösen, weil das eine System oder das andere mag berechtigt sein. Es muss also irgendjemand den Verkehrsregler spielen und das ist eine wichtige Aufgabe eines Vorgesetzten. Wir kommen dann nachher zum Thema Hoheitsmacht. Das sagt, man kann so oder so Weihnachten feiern, aber man kann schlecht gleichzeitig so und so Weihnachten feiern und deswegen bestimme ich, in unserem Haus feiert man so Weihnachten. Nicht, weil die andere Art schlecht ist, sondern weil es bei uns halt so gemacht wird. Und ja, bezogen eben auf die Frage der Verantwortung, miteinander zu reden, das haben wir dann Verantwortungsdialog genannt. Beziehungsweise, wenn was nicht stimmt mit der Verantwortung, nenne ich das Störungen im Verantwortungssystem. Das könnte man noch sehr weit entwickeln. Ich habe da nur beispielhaft ein paar Ideen dazu entwickelt. Analog zu der Pathologie der Ich-Zustände in der Transaktionsanalyse, also zum Beispiel Verantwortungsisolation. Also in Unternehmen, da sind alle hochverantwortlich für das, wofür sie sich betraut fühlen, aber keiner dafür verantwortlich, ob es insgesamt stimmt. Und dann werden 99 Glieder der Kette erstklassig gemacht, aber keiner fühlt sich verantwortlich dafür, dass das Hundertste da ist und dass es auch wirklich zusammenkommt. Und da wäre eben wichtig, dass an der Stelle geklärt wird, wie über die direkte Verantwortlichkeit für hinaus, in welcher Weise wer in dieser Organisation über welche Mechanismen Verantwortung in Bezug auf wahrnehmen kann. Und wenn das Gefühl hat, da ist er in Verantwortung und sollte er was tun, dass er weiß, mit wem er da reden kann, was rollengemäße Formen sind, mit dieser Frage dann umzugehen. Also um eben Störungen im Verantwortungssystem zu beheben. Das geht jetzt wieder wie das Senderkanal-Empfängermodell davon aus, dass es eine Logik, wie Verantwortung gebaut sein müsste, hat und dass die nicht in Ordnung ist. Aber genau genommen ist ja bei den vielen heute sehr fließenden Formen von Organisation eigentlich nicht eine Störung, dass es nicht geklärt ist, sondern es bedarf eines großen Aufwandes, immer wieder neu zu klären. Wir tun das sehr viel eben unter dem Überbegriff Auftragsklärung. Und ich glaube, also diese Modelle sind deswegen wichtig, weil die auch den Schlüsselfiguren in Organisationen. Ja, mach gerade meinen Satz noch fertig, weil es auch den Schlüsselfiguren in Organisationen vor Augen führt, dass es wirklich Aufwand ist, all diese Dinge zu klären. Dass man nicht davon ausgehen kann, Organisation ist relativ einfach zu gestalten. Und dann machen Sie mal und merken erst, wie groß die Gestaltungsaufgabe ist, wenn die Sache schon ziemlich schief gegangen ist. Also meine Frage geht in die Richtung, bei größeren Restrukturierungen in den Unternehmen ist ja letztendlich auch die Verantwortung in dem Management in der Linie gefragt. Aber die Restrukturierung bringt ja erstmal alles durcheinander, oder es ist am Anfang noch nicht geklärt, wer ist denn für was verantwortlich. Kannst du dazu noch eine Antwort geben? Ja, ich bin da immer sehr hierarchisch organisiert. Also ich bin ja ein Freund von Hierarchie, nicht im Sinne von autoritärem und überheblichem Benehmen von oben nach unten, sondern Hierarchie ist die älteste und bewährteste Methode, Ordnung zu schaffen, der Evolution. Und da ist mein Verständnis schon, dass die Organisation, Unternehmen sind ja normalerweise keine demokratischen Einrichtungen, sondern es gibt Menschen, die eben andere autorisieren können. Das sind bei uns in der Regel dann die Kapitaleigner.
dass die die Aufgabe haben zu klären, wer Drehbuchschreiber und Regisseur für diesen Fusionsprozess sein muss. Und die müssen sich dann auch überlegen, nachdem sie ja nicht auf alle möglichen Fragen selbst Antwort geben können, wie, und ich nenne das dann kristallisierendes Prinzip, wie die nächsten Ebenen in diesem Wandlungsprozess um sie herum dafür sorgen müssen, dass das nach und nach geklärt wird. Und wenn Dinge nicht geklärt werden können, wo dann die Entscheidungsinstanzen sind. Und das finde ich wirklich einfacher, wenn das dann irgendwo bei wenigen Kompetenten zusammenläuft. Nicht, dass die alles regeln können, aber dass, wenn verschiedene Entwürfe aufeinander prallen, dass sie dann auch entscheiden, welcher jetzt gelten soll, weil dann sonst mehrere sich überlappende und gegenseitig paralysierende Wirklichkeitssysteme sich zu entfalten beginnen. Und damit, das gibt dann viel Umsatz für die Berater, die dann oft versuchen, wenn die Autorität nicht wahrgenommen wird, was ja ein generelles Problem der Beratung ist, Führung nicht wahrgenommen wird, versuchen die Berater halt dann ersatzweise das irgendwie auf dem Expertise- und Überzeugungsweg zu tun, oder manchmal lassen sie sich sogar delegieren, was ich dann gar nicht Beratung nennen würde, sondern Management auf Zeit, was ich keine ehrenrührige Tätigkeit finde, wenn sie als solche ausgewiesen ist. Also mir ist auch völlig klar, dass in solchen komplexen Prozessen das nicht alles völlig ordentlich gemacht werden kann. Das ist nicht mein Anliegen mit solchen Lehrbuchmodellen, sondern mein Anliegen ist, dass wenn etwas geklärt werden muss, dass man Denkinstrumente hat, wie man sortiert diese Klärung, dass man eine gemeinsame Sprache entwickelt, die Chance hat, es auf eine praktische, aber auch auf eine relativ vollständige Weise die Fragen, die geklärt werden können, auch zu klären. Ja, und wenn wir bei der Verantwortung sind, sind wir dann eben auch bei ich schreibe immer gern Düs mit Y, aber mein Schreibsystem sagt immer, ich soll es mit Ü schreiben. Das kommt mir sehr deutschelnd vor. Hab's jetzt aber manchmal auch schon gemacht. Ich finde es mit Y irgendwie schöner. Also ich sage es mal umgekehrt, es gibt ein Konzept in der Transaktionsanalyse, also ist auch einer dieser Bereiche, wo ich auf Pathologie- und Therapiekonzepte der Transaktionsanalyse zurückgegriffen habe, in dem Fall auch von Jackie Schiff, also es ist eine Schule in der Transaktionsanalyse, die mit Psychotikern gearbeitet hat und die von daher sehr viele Konzepte entwickelt hat, die mit Auseinandersetzung mit Wirklichkeitskonzepten zu tun haben. Und deswegen haben diese Konzepte sich besonders gut, und mit Verantwortlichkeiten in dem Fall, kann man von einem Psychotiker erwarten, dass er trotzdem funktioniert? Und wie muss man ihn konfrontieren, dass er, obwohl er seine Wirklichkeit in vielem, zumindest in dieser Teil seiner Persönlichkeit oder in dieser Phase ganz anders gestrickt ist, sich trotzdem anschließt an das Wirklichkeitssystem der anderen und hinreichend berechenbare Beziehungsverhalten zeigt, damit er auch therapiert werden kann und dass er angemessen angeschlossen werden kann. Und Jackie Schiff, im Unterschied eben zu manchen psychiatrischen und psychoanalytischen Ansätzen ihrer Zeit, hat immer gesagt, man kann auch von einem Psychotiker ein ordentliches Benehmen erwarten. Nicht nur das, sondern man muss ihn dann auf der anderen Seite auch wirklich versorgen, aber man muss sich mit ihm auch auseinandersetzen, dass er zu einem Minimum die Wirklichkeit der anderen teilen lernen muss, auch wenn es ihm schwerfällt, weil sonst das Sozialgefüge und die Therapierbarkeit auseinanderläuft. Und Ähnliches kann man dann auch für manche Schlüsselfiguren heute in Organisationen in Anspruch nehmen. Ja, und dort ist es das Konzept der Symbiose, das ist dort psychotherapeutisch eingebaut und meint, dass Menschen sich in Hilflosigkeit begeben, um andere zu zwingen oder einzuladen, statt ihrer Verantwortung zu übernehmen, oder dass sie durch ihre Nichtverantwortung so viel Unbehagen entstehen lassen, dass andere zur Sicherung ihres Behagens oder zur Sicherung von Werten, die dadurch geschädigt würden, ersatzweise in Verantwortung gehen. Und das sind dann symbiotische Beziehungen.
mir war dann wichtig, das aus dieser Krankheitsbeschreibung rauszunehmen und das zu übertragen, zum Beispiel in die Organisationswelt und generell zu sagen, symbiotische Beziehungen sind Beziehungen, in denen Verantwortung nicht wahrgenommen wird und in denen, zum Beispiel, in dem sie verschoben wird. Also der Chef entscheidet nicht, sagt, machen Sie mal, Sie wissen dann schon. Ja, das ist eine Verantwortungsverschiebung. Das ist so, wie wenn der Verkehrspolizist auf der Kreuzung die Hände runternimmt und sagt und schreit laut, fahrt halt mal. Und wenn es dann einen Unfall gibt, es war ja nicht Ihr Problem, Sie haben den Verkehr ja nicht geregelt. Eben. Aber wenn das System so ist, dass die, die den Unfall verursacht haben, nachher den Schaden tragen müssen und ihre Punkte in Flensburg kriegen, dann ist es gelungen, das Unbehagen, die Konsequenz aus nicht wahrgenommener Verantwortung auf andere zu verschieben. Und damit ist das System, das Verantwortungssystem nicht in Ordnung. Die Therapie, die daraus folgt, ist, wie können diejenigen auf die Verantwortung, die nicht die ihre sein kann, soll, lernen, das zu erkennen, zu identifizieren. Und dazu brauche ich wieder das Verantwortungssystem, eine geteilte Vorstellung, wie Verantwortung gebaut werden muss, dass sie erkennt, das gehört aber dorthin und dass sie auch persönliche Kommunikationskompetenz erwerben und natürlich möglichst auch es zur selbstverständlichen Wertesystem der Kultur gehört, dass unberechtigt einem zugeschobene Verantwortung wieder angemessen zurückgeschoben werden kann. Das muss man natürlich lernen zu unterscheiden von Rückdelegation aus Bequemlichkeit. Es gibt auch Mitarbeiter, die immer sagen, ist nicht genau definiert, brauche ich noch nicht machen. Das ist dann wiederum eine andere Form von Verantwortungsstörung. Und dann muss man eben sich ein Bild machen, wenn sowas unklar ist, wie man das am besten beschreiben soll. Also dysfunktionale symbiotische Beziehungen sind Beziehungen, in denen Verantwortung nicht wahrgenommen wird. Verantwortung, die übernimmt manchmal gar keiner. Verantwortung verschoben wird. Und da ist das Problem wieder, dass dann die Verantwortung haben, die vielleicht die Macht nicht haben oder die Ausstattung nicht haben. Oder in denen das Unbehagen, die problematischen Folgen von nicht wahrgenommener Verantwortung verschoben wird auf die, die eigentlich gar nichts daraus lernen können, weil es eigentlich gar nicht ihr Ding ist. Das ist Mikrofon, zwei. Das habe ich gewusst, dass das ein Thema ist, das löst Beteiligung aus. Wo ist das Mikro? Und dann dort zuerst, okay. Wenn du sagst, dass die dysfunktionale symbiotische Beziehung das ist, was du gerade gesagt hast, was ist dann die symbiotische? Also die funktionale. Die funktionale? Ja, oder gibt es den Begriff auch einfach einzeln? Ich will es nur richtig abschreiben. Vereinfacht sagt man in der TA immer symbiotische Beziehung. Okay. Für eigentlich aber für eine ungesunde symbiotische Beziehung. Aber es gibt ja zum Beispiel Kleinkind-Mutter oder so. Ja, es gibt ja auch einfach symbiotische Beziehungen, genau. Oder Zusammenleben von Organismen zum Frommen aller Beteiligten. Das, genau, sind dann funktionale symbiotische Beziehungen. Okay. Dann, also deswegen, Parasitismus. Deswegen habe ich diesen etwas sperrigen Begriff doch der Ordnung halber benutzt, dass es die dysfunktionalen natürlich sind. Ich meine auch, es ist gar nicht so schlimm, wenn man ein bisschen symbiotisch miteinander ist. Hauptsache, man genießt es. Einer meiner Sprüche lautet ja, lieber eine gelungene Symbiose als eine missratene Selbstständigkeit. Also genau an der Stelle auch nochmal bei mir die Frage, warum jetzt in diesem Zusammenhang der Begriff Symbiose? Also der signalisiert vielleicht eine geschichtliche Reminiszenz, einfach weil es aus diesem TA-Konzept, aha, erwachsen ist. Also mir, aber sagen wir mal so, das Bild ist vielleicht trotzdem nicht ganz falsch, dass dann mehrere nicht wohl abgegrenzt und klar aufeinander bezogen zusammen agieren, dass man eigentlich nicht recht weiß, wo das eine anfängt und aufhört. Also insofern so ein seltsames Mischwesen ist. Aber mir wäre nicht wichtig, diesen Begriff beizubehalten. Der ist jetzt einfach geschichtlich so geblieben. Ja, und ich glaube, das ist vielen plausibel, weil fast jedem fallen sofort Situationen ein,
über die man mithilfe dieses Konzepts auch nachdenken kann. Und man kann eben vor allen Dingen dann jetzt auch in Kombination mit diesen vier Dimensionen von Verantwortung darüber nachdenken, kann man die Verantwortung wieder dorthin bringen, wo sie hingehört. Das kann durch Verantwortungsdialog geschehen, aber nicht immer zum Beispiel beim Wollen. Wenn derjenige die Verantwortung nicht haben will, muss man natürlich darüber nachdenken, ob man das, der will das vielleicht deswegen nicht, weil ihm ja nicht auf den Fuß fällt, wenn es schlimm wird. Deswegen muss man überlegen, wie man das System so machen kann, dass die Folgen aus nicht wahrgenommener Verantwortung auch bei dem landen, der die Verantwortung nicht wahrnimmt, weil nur das Anlass zum Lernen ist und auch genügend Motivation schafft. Und das hat was wieder mit der Dimension müssen zu tun. Wenn so jemand das nicht muss, dann hängt es von der Überzeugungskraft des Mitarbeiters ab, ob er den dazu bringt, angemessene Entscheidungen zu treffen oder nicht. Und wenn der sagt, ich kann mir das offen halten, aber machen Sie auf jeden Fall mal, wickeln Sie den Auftrag ab. Und wenn es schwierig ist, ja, haben Sie irgendwelche Weisungen in der Richtung gehabt, wie Sie agiert haben, und dann wird der geopfert und der Chef hat kein Problem. Bitte. Hast du Tipps für eine Gestaltung von einem Verantwortungsdialog? Also wenn ich das jetzt machen wollte und führen wollte, als Instrument, gibt es da Tipps und Ideen? Also jetzt nicht sehr spezifisch, aber man kann einfach sagen, da gibt es folgende Fragen, sind aufgetaucht, lassen Sie uns zusammensetzen und klären, wer muss Verantwortung geben und an den man denkt, darf der, will der, kann der, wenn also das nicht tut. Mit dem Modell dann also dass so man einfach arbeiten. Also von den Arbeitsformen sehe ich da jetzt keinen besonderen Bedarf. Es ist mehr, diese Fragen helfen mehr, den Fokus zu setzen. Man kann sich dann vielleicht Arbeitsblätter oder sowas dazu ausdenken. Da habe ich aber jetzt nie einen weiteren instrumentellen Bedarf gehabt. Aber ich glaube, der Frank Inders in der Bank Generali, wo er gearbeitet, die haben gesagt, die arbeiten regelmäßig jetzt mit diesem Modell. Also vielleicht haben die auch Arbeitsblätter dazu entwickelt, die kenne ich dann bloß nicht. Ja, und wenn wir in der Supervision mit Professionellen arbeiten, helfen wir ihnen einfach auch, Verhältnisse unter diesem Blickwinkel der Verantwortung sich anzugucken. Und dann ist auch oft wichtig, dass die Leute eine Vorstellung davon haben, wie das Verantwortungssystem ist und was ihnen zusteht, sodass sie auch eine Landkarte für die Inverantwortungnahme anderer haben. Dann ist es sehr oft so, dass Menschen dazu neigen, dass sie eher überverantwortlich Dinge auf sich ziehen, die sie gar nicht verantworten können, auch gar nicht dürfen. Aber einfach reinspringen, weil es so toll ist, so schwer beladen zu sein mit so viel Last dieser Welt. Und es ihnen auch einfacher scheint, das zu tragen, als zu denen, die es eigentlich tragen müsste, zu gehen und sagen, das kann ich so nicht verantworten. Wenn Sie mir eine Anweisung geben und bitte eine Aktennotiz, dass ich mich nachher darauf berufen kann, dass das so gemacht werden soll, entgegen meiner fachlichen Einschätzung, wie es gemacht wird, dann mache ich das so, wie Sie wollen, weil ich nicht Ihre Weisungsbefugnis in Frage stelle. Aber ich möchte nicht, dass der schwarze Peter nachher bei mir hängen bleibt. Also da merke ich einen erheblichen Mangel an rollengemäßen Kommunikationsfiguren, mit denen man anderen, die einigermaßen gutwillig erreichbar werden, genügend herausfordert, sich mit der Verantwortung, die sie haben oder nicht haben, auseinanderzusetzen. Und beim einen Vorgesetzten reicht es dann völlig, dass er sagt, ich kann von mir aus den Einsatz von Ressourcen dafür nicht verantworten, nach meinem Urteil, aber wenn Sie sagen, ich soll das tun, tue ich das natürlich. Ich brauche dann nur die Verpflichtung von Ihnen, dass ich das tun soll, dass wenn ich gefragt werde, warum das so ist, dass nicht ich den Kopf hinhalten muss, sondern dass ich sagen kann, ich habe das getan, weil das Ihr Wunsch war. Dann entsteht doch eine erhebliche Vorsicht, weil dann klar ist, wenn es ein Problem gibt, kommt das Unbehagen zum Verantwortungsträger zurück und das erzieht. Nicht jeden. Und es ist auch ganz klar, dass durch Kommunikationsfiguren in der üblichen Rollenbeziehung natürlich Chefs, die
mit Verantwortung unverantwortlich umgehen, nicht gezwungen werden können. Da muss man dann überlegen, was dann jemand tut, wenn er auf diese Weise das Unbehagen nicht los wird. In unserer Gesellschaft ist es ja überall so, dass das Unbehagen dort landet, wo die Verantwortung nicht wahrgenommen werden kann. Also Bangladesch sauft ab, weil die zivilisierten Staaten zu viel CO2 in die Luft blasen. Und dann ist es natürlich ein sehr langer Weg zu überlegen. Die haben ja gar nicht die Macht, um über die Interaktionskette schließlich das Unbehagen dorthin zu bringen, dass die kapieren, dass sie ein Verantwortungsproblem haben. Die Boat People und der Terrorismus und was wir haben, kann man auch als natürlich sehr destruktive Formen verstehen, das Unbehagen dorthin zu bringen, wo auch die Verantwortung wahrgenommen werden kann. Insofern hat es durchaus auch eine gewisse Logik und sollte nicht immer nur als Belästigung verstanden werden. Aber Menschen, die ihre Verantwortung nicht sehen wollen, finden dann schnell Konstruktionen, dass die anderen, die ihnen dann die Hölle heiß machen, das Problem sind und nicht die vernachlässigte eigene Verantwortung. Da war eine Frage noch. Ursula, nochmal Mikro. Da. Ohne Brille sehe ich wieder nichts. Das ist vielleicht besser. Anmachen. Lass es einfach an nachher. So ist es. In richtig hierarchisch durchorganisierten Organisationen und Systemen funktioniert es ja mit dem Nachfragen, hoffentlich. Was ist da, wo es Zusammenhänge gibt, die nicht in so einem Kontext hängen? Also ich denke jetzt, wenn man in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, die häufig politische Anweisungen kriegen, wie was jetzt bitte zu machen ist, obwohl und müssen dann Begründungen dafür erfinden oder Ähnliches, obwohl sie fachlich anderer Auffassung sind. Wie kann man in so einem Kontext mit diesem Verantwortungsthema umgehen? Also erstmal, das ist ein kommunikatives Verantwortungskonzept, das eigentlich nur für Fälle taugt, wo Menschen über Kommunikation erreichbar sind. Wenn die Beziehungsverhältnisse so sind, dass sie mit Kommunikation oder mit zwischenmenschlicher Kommunikation nicht erreichbar sind, dann eignet sich dieses Konzept einfach nicht. Dann muss man einfach über andere Dimensionen nachdenken. Die Grundgedanken bleiben dann sicher dieselben, aber das machen ja zum Beispiel die Soldaten dann in Afghanistan oder so, die sagen, wir wollen nicht darüber entscheiden, ob wir schießen dürfen oder nicht schießen dürfen, dass wir brauchen ein Beschluss der Politik, und wenn die in der Art, wie sie autorisiert sind, uns das anzuweisen, dann steht es uns nicht zu entscheiden, ob wir das machen dürfen oder nicht. Dann haben wir natürlich immer noch das Problem des Einzelnen, ob er sich an einem System beteiligt, das seinem Wertesystem widerspricht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber zumindest ist es dann rechtsstaatlich ein geklärtes Verantwortungssystem. Ob es das Richtige ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, also das wäre das eine, dass unter der Perspektive Symbiose es eigentlich in der Rubrik Verantwortungsstörung und wie man das nutzen kann, um darüber nachzudenken, wie man kompetenter wird, Verantwortungssysteme aufzubauen und mit Verantwortungsstörungen konstruktiv umzugehen. Und dass man auch die Kommunikationsfiguren dazu lernt, und dazu muss man klar im Kopf sein. Was Untergebene oft machen, ist, dass sie bockig werden. Also sie kündigen die Logik der Weisungsbeziehung auf. Was unklug ist, weil sie sich dann wieder ins Unrecht setzen und es dem anderen leicht machen, sich der Verantwortung zu entziehen. Die müssen lernen, innerhalb der Beziehungslogik den anderen zu konfrontieren. Also das ist oft das Hilfreichste, was wir da an der Stelle machen können. Und das kann jeder, auch in einer relativ ohnmächtigen Position, kann er etwas dafür tun, aus seiner Perspektive maximal zur Heilung von Verantwortungssystemen beizutragen. Dass natürlich der Schwanz nicht mit dem Dackel wackeln kann, ist auch klar. So, das ist das eine, diese Symbiosen. Und das andere, da gibt es eine andere Definition jetzt, wenn man eben in der Tradition der Transaktionsanalyse bleibt. Die sagen, das sind Beziehungen, in denen die Menschen ihr Entwicklungspotenzial nicht in Anspruch, nicht aktivieren oder nicht entwickeln.
Also man kann sich das jetzt im Zwischenmenschlichen vorstellen. Ich zum Beispiel, wenn meine Frau immer dann, wenn ich mich nicht auskenne im Verkehr, auf jeden Fall den Atlas rauszieht und mir sagen, wo ich fahren muss, dann aktiviere ich zumindest, wenn meine Frau Beifahrerin ist, meine eigene Fähigkeit, mich zu orientieren, nicht. Das hat dann manchmal eine gewisse symbiotische Komponente, weil ich da ruhig ein bisschen mehr Verantwortung mit übernehmen könnte, anstatt zu meckern, wenn wir auf die Weise doch wo Falsches rauskommen. Wenn das länger andauert und ich auf die Weise auch gar nicht lerne, wie man sich orientiert im Verkehr und dann immer jemanden brauche, um mich zu vervollständigen, dann kann man sagen, diese Hilfestellung hat eine symbiotische Komponente, nur in dem Sinn, dass situativ die Verantwortung auf eine ungute Weise verteilt wird, sodass keine Entwicklung stattfindet, sondern dass das chronisch wird. Und von daher ich mit dazu beitrage, dass jemand anderer das nicht entwickelt, was er entwickeln könnte oder das nicht zur Verfügung stellt, was er eigentlich könnte, was im Moment gebraucht wird und deswegen die Lasten des Tragens auf eine ungute Weise verteilt sind. Also das ist eine andere Definition. Und die Fragestellung, die sich daraus ergibt, die vorher ja nicht drin ist, ist durch die Art und Weise, wie man sich gegenseitig was abnimmt und verteilt, ist das sozusagen eine akzeptable Vereinbarung oder führt es dazu, dass jemand, der immer getragen wird, eben das Laufen verlernt und wenn der ihn getragen hat, müde ist, keinen mehr hat, der ihn trägt und dann muss das vielleicht mühselig nachlernen oder lernt es nie und muss dann ewig getragen werden oder halt mit seiner Verkrüppelung leben. Dann haben die Schiffs damals noch verschiedene Eskalationsstufen, das ist das Verhalten von Psychotikern im Hintergrund, aber man kann es durchaus auch auf Organisation übertragen, beschrieben. Das sind also Verantwortungsvermeidung oder die Einladung in die ersatzweise Verantwortungs- oder Unbehagensübernahmen für andere. Da gibt es erst die ganz einfache Sache, die jeder kennt, nichts tun. Und zwar bezogen auf eine im Raum stehende Verantwortung. Also der Vorhang brennt und jemand steht völlig erstarrt da und tut nichts. Dass jemand einfach nur dasteht, ist an sich eine lässliche Sünde, aber nicht, wenn im Moment die Fragestellung im Raum ist, wer löscht den Vorhang. Und das kann sein, dass dann jemand, der vielleicht mit dem Gipsbein im Bett liegt, sich dann aufgerufen fühlt, mit Gipsbein hinzurennen, um den Vorhang zu löschen. Und dann ist der erfolgreich eingeladen in eine Verantwortungsübernahme, die eigentlich dem anderen sehr viel adäquater gestanden hätte. Eine nicht so schnell erkennbare Verantwortungsvermeidung ist die Fehlanpassung. Das heißt, jemand, der bis Montagmorgen eigentlich einen Designentwurf abzugeben hat, arbeitet wie ein Berserker das ganze Wochenende an irgendeinem anderen Auftrag, der gar nicht wichtig ist. Es ist nicht so, dass der nichts tut, sondern der passt sich an seine Fantasie. Man wird mir schon verzeihen, wenn ich 16 Stunden am Tag gearbeitet habe, dass ich am Montagmorgen das, was eigentlich von mir erwartet wird, nicht abliefere. Also er passt sich an eine Fantasie, was erwartet wird, an und nicht an die tatsächlichen Erwartungen. Und ihr alle kennt Menschen, die sehr schwer zu konfrontieren sind, wirklich das, was vereinbart ist, zu liefern und die aber nicht faul wirken, sondern unheimlich bemüht und durch die Art, wie sie bemüht sind, will man sie dauernd hauen, weil man das Gefühl hat, das ist eine Form, einem vorzuenthalten, was einem eigentlich zusteht. Aber es ist nicht ganz einfach, sie zu hauen, weil sie ja, sich so arg anzupassen versuchen. Aus der Psychotherapie kann man da die Idee übernehmen, dass das Menschen sind, die keine klare Vorstellung von tatsächlichen Anforderungen an sie haben und die auch nicht stabil halten können. Die wollen eigentlich gerne sich anpassen. Ihre Fantasien, was dabei wichtig ist, die überspielen immer wieder die tatsächlichen Anforderungen. Und solche Menschen, die dann oft überlastet wirken, möchte man nicht mit knallharten Anforderungen konfrontieren, weil man das als Belastung obendrauf erlebt, obwohl das aber die richtige Therapie ist. Sie sagen, das ist es nicht, was ich von dir möchte. Das ist es, was ich von dir möchte. Und wenn du das bringst, ist es auch okay. Das entlastet diese Menschen sehr.
Das andere kennt ihr auch alles, das nennt man Agitation, also Menschen, die dann einfach irgendwas machen, um Energie abzufackeln und in Bewegung zu sein. Das hat aber keinen Zusammenhang zu dem, was im Moment zielgerichtet getan werden muss. Solche Menschen soll es auch in Bürogebäuden geben. Die tun nicht unbedingt mit dem Oberkörper hin und her schlagen, aber die tun vielleicht in einem vor telefonieren oder rauchen oder E-Mails schreiben oder neueste Börsendaten abrufen oder irgend sowas. Das ist aber, sind Aktionen, die sehr emsig wirken, aber eigentlich eine Vermeidung dessen, was, worauf wirklich im Moment Antwort gegeben werden muss, repräsentieren. Und eine andere Form, und das ist das Zwingendste für die anderen einzuspringen, ist das, was man in der Psychotherapie Violence nennt, also gewalttätig werden, gegen sich selbst oder gegen andere. Dazu zwingt man innerhalb zum Beispiel eines psychiatrischen Krankenhauses, zwingt man die anderen einzugreifen, um ihrer Fürsorgepflicht zu genügen. Und das ist eine, da kann also jeder, der krank ist, sozusagen die anderen, auf die anderen über dieses Wertesystem jederzeit Macht ausüben, indem er dann einfach sich schneidet und dadurch erzwingt, dass der andere etwas tun muss, weil er demonstriert, ich kann nicht für mich selbst verantwortlich sein. Und solche Dinge soll es auch durchaus im Wirtschaftsleben geben, jetzt nicht unbedingt mit dem Schneiden, aber dass jemand so riskante geschäftliche Manöver anzettelt, dass er sozusagen die anderen zwingt, einzuschreiten, dass er nicht selbst sich beherrschen muss und sich fragen, was mache ich da eigentlich? Ich brauche Rat, ich merke, ich verliere die Maßstäbe, sondern dass er das so eskaliert, dass er für sich und für andere einen Notstand erzeugt, dass die anderen ersatzweise reinspringen und Verantwortung übernehmen müssen. Also es ist jetzt nicht eines der wichtigsten Konzepte, aber eins, das man in Krisen und Notlagen durchaus brauchen kann und was einem ein bisschen hilft, die Unverantwortlichkeit und die Not von Menschen zu erkennen, was ja manchmal schwer ist, wenn die in hoher Position sind. Also dann braucht man auch ein Gerüst, um sich zu trauen, zu sagen, da ist etwas Ungutes, was geschieht, jetzt muss man gucken, mit wem kann man sich zusammentun, dass man möglichst bevor das eskaliert, ist also eine andere Idee, die da drin steckt, wenn man beim Nichtstun und bei Fehlverantwortung übernehmen, wenn man das alles irgendwie schleifen lässt, dann wird es auch gerne von der Person eskaliert, weil das ja ein Ausdruck ihrer eigenen Desorientierung ist bezüglich Verantwortung. Je früher man eingreift, desto einfacher ist es. Aber das ist natürlich, verlangt Zivilcourage, ist nicht einfach. Manch einer, der eingegriffen hat, hat nachher eine Anzeige wegen übler Nachrede oder sonst was am Hals. Also es ist auch gar nicht einfach, sinnvoll einzugreifen und sich gleichzeitig dabei zu schützen. Also auch da muss man Kompetenz erwerben, muss man ein bisschen wissen, wie geht sowas. Hintergründe für diese mangelnde Verantwortungsbereitschaft oder Kompetenz, oft sind es Unklarheiten, es sind starke Veränderungen, das Verantwortungssystem ist unklar. Dann, ich glaube, da müssen wir uns, viele von uns, ich auch, mich an die Nase packen. Ich mag Konflikte nicht. Ich muss mich wirklich aufraffen, sie endlich anzugehen. Ich tue es oft nur, weil ich einfach weiß, wenn ich länger warte, wird das Problem größer. Aber ich tue es nicht, weil ich es schön finde. Also auch ich bin etwas konfliktscheu, aber ich überwinde mich da. Oft ist es Opportunismus. Es gibt auch die komplementären Symbiosen, also der Chef guckt nicht drauf, ob der Mitarbeiter genügend arbeitet und lässt ihn auch auf Seminare fahren, die keine Relevanz zu seiner Arbeit hat und auch großzügig privat telefonieren. Und wenn es mit der Abrechnung nicht ganz stimmt, ist es auch nicht so ein Problem. Und als Gegenleistung verlangt der Mitarbeiter vom Chef nicht, dass er die Verhältnisse klärt, dass er Probleme angeht, die im Team schon längere Zeit schwelen. Also das ist dann so ein symbiotisches Kompensationsgeschäft mit beiderseitigem Opportunismus. Und wer möchte sagen, dass er nicht auch dazu gelegentlich Neigung hätte, wenn er nicht versuchen würde, ein anständiger Mensch zu sein. Oft ist es auch so, dass einfach fehlende Kompetenz ist. Ne? Ich weiß nicht, wie angehen. Und ich habe keine Landkarte, dass
ich zuständig wäre oder wenn ich zuständig mich fühle, was ist rollengemäß, was kann man dann tun? Da muss einfach ein Stück Schulung her. Oft sind es auch Dilemmata, dass sich die Situation so verzwickt darstellt, dass egal wie ich es versuche, kriege ich ein Problem. Also alkoholischer Kollege, ich kann es nicht beweisen und trotzdem häufen sich die Anzeichen, wenn ich es anspreche und der sagt, beweisen Sie mal und ich kann es nicht beweisen, habe ich ein Problem. Wenn ich es nicht anspreche, fühle ich mich als Co-Alkoholiker und laufe Gefahr, dass irgendwann sagen, haben doch alle gemerkt, warum hat keiner was getan. Aber es gibt, so wie es jetzt gerade mir erscheint, egal wie rum ich was tun möchte, eigentlich keine Lösung. So sind die Dilemmata definiert, dazu kommen wir dann später noch ausführlich. Und dann gibt es einfach die taktische Verantwortungsvermeidung. Ich sehe zu, dass ich die Bilanzzahlen stimmen, wenn ich nach 2 Jahren hier rausgehe und alles andere versuche ich zu vermeiden und lege es bewusst darauf an, an der Stelle nichts zur Bedienung eines Verantwortungssystems oder gar zur Entwicklung zu tun. Im Gegenteil, ich versuche die Dinge noch so mitzugestalten, dass nachher genügend Nebel herrscht, dass wenn ich weg bin, keiner mehr nachweisen kann, was ich an Verantwortung schuldig geblieben bin. Soll es auch geben, habe ich gehört. Ja, das ist eigentlich nochmal Formulierung, die es zusammenfassen. Ich glaube, dass es wirklich ein Thema unserer Zeit ist. Ich finde Verantwortungsdialog, lange Zeit haben wir nicht, ja, das Schlagwort vom Risikodialog gehabt. Das habe ich lange nicht begriffen, was für eine Bedeutung das gehabt hätte. Also heute erkennt man, dass wir sehr viel mehr hätten wirklich alle uns einmischen müssen in die Frage, welche Risiken nehmen wir eigentlich durch welche Art des Wirtschaftens mit in Kauf und wo tragen wir was mit, symbiotisch aus Inkompetenz, was wir eigentlich nicht verantworten hätten dürfen. Aber wir haben eben auch uns über die Risiken, die damit verbunden sind, gar nicht wirklich Klarheit verschafft. Das sind wir auch ja, Fragen, die doch im Raum waren, die Beantwortung schuldig geblieben. Und heute zahlen viele die Rechnung und blöderweise sehr viele von denen man es eigentlich hätte am wenigsten erwarten müssen, dass sie damit umgehen. Und die, die früher durchgeblickt haben, die haben dann vielleicht rechtzeitig verkauft. Ich leider nicht. Ich meine, dass ich auch, das bezieht sich jetzt auf die letzten 20 Jahre, auch größere Trends in der Landschaft habe feststellen können, es wurde immer mehr wegdelegiert. Also zum Beispiel von der Hierarchie in die Projekte. Ne, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, dass die hierarchisch Zuständigen, dass man denen eigentlich nicht zutraut oder mit denen sich nicht anlegen will, hat man Arbeitsvorhaben, die eigentlich in ganz normale hierarchische Zuständigkeiten gehören, plötzlich zu Projekten gemacht. Und das kann man eng auch unter dem Gesichtspunkt der Verantwortungsdiffusion betrachten. Oder man hat verschoben von der Linie in den Stab. Oder man hat verschoben von den internen zu den externen. Und auf diese Weise haben sich immer mehr Organisationen ihrer klassischen Verantwortungsstrukturen enteignet. Und ich als Berater habe schon immer daran ein Stück mitgearbeitet und auch an vom Institut her in der Mentalitätsprägung von Professionellen, dass wir mit daran arbeiten sollen, dass die Projekte, die nicht echte Projekte sind, wieder in die Linie zurückgeschoben werden sollen und einer, der von mir eine Projektberatung möchte, eben auch mal gefragt werden kann, ob das wirklich ein Projektproblem ist oder ob es nicht ein Problem der Auseinandersetzung, Vermeidung mit dem Zuständigen in der Linie ist. Oder dass, wenn mal wieder Berater geholt werden oder viele Stäbe an was arbeiten, ob das nicht daran liegt, dass die nur verwalten, dass die Linie eigentlich ihren Job nicht macht. Oder ob, wenn sehr viele Externe da rumspringen, ob das nicht ein Ausdruck dafür ist, dass die Internen ihre Verantwortung eigentlich nicht wahrnehmen. Und ich glaube, Unternehmen sind umso gesünder, umso mehr da eine Rückaneignung der Verantwortung oder von uns Professionellen, obwohl wir damit Umsatz machen könnten, was dafür getan wird, um Anreize zu setzen, Verantwortung zurückzuschieben, wo sie hingehört, um vielleicht, wenn es gut geht, andere Aufträge zu kriegen,
die verantwortungsmäßig okay sind. Aber oft ist natürlich ein Teil des Deals, ein versteckter Teil des Deals, eigentlich die Verantwortungsverschiebung. Und das gibt dann Leute, die dann von Prostitution sprechen.